Er ist einer der Besten in Deutschland zwischen den Pfosten. Oka Nikolov. Er hält 82% aller Torschüsse. Seit 94 spielt er bei Eintracht Frankfurt. Mit 36 Jahren ist er in der Form seines Lebens. Zu Saisonbeginn verlor sein Verein 4 von 5 Partien, aber spielt jetzt ganz oben mit. Herr Nikolov, ich würde gerne von Ihnen wissen, wie bewerten Sie denn gerade die Tabellensituation von der Eintracht? Wir sind momentan auf dem 4. Platz und da fangen natürlich viele an zu träumen, was auch schön ist. Also ich denke mal, viele Spieler träumen auch oder ich träume auch. Aber wir sind da ein bisschen realistischer, denke ich mal. Für mich sind wichtig die 19 Punkte nach dem schwachen Start eigentlich, auch unglücklichen Start. Darum umso schöner, wenn man dann so eine Serie startet und jetzt mal ein bisschen weiter oben steht, dann kann man befreit in die Spiele gehen. Sie haben gerade selber gesagt, das ist eine kleine Serie. Ist es für die Mannschaft wirklich nicht mehr? Nein, eine kleine, das war jetzt ein bisschen untertrieben. Es ist eigentlich eine große Serie. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jemals in meiner Karriere gehabt habe. So ich glaube 8 Pflichtspiele, 7 davon gewonnen, 1 unentschieden. Also das ist schon, da können wir auch schon ein bisschen stolz drauf sein. Jetzt kennt ja keiner den Laden so gut wie Sie. Was ist denn jetzt anders? Das Fundament war ja da. Jetzt muss der Verein halt, oder es hat er auch gemacht, Verstärkungen suchen, die zu uns passen. Wir haben mit Schwegler noch letzte Saison einen sehr guten Spieler dazu gekriegt und es passt. Wir funktionieren, wie gesagt, als Mannschaft sehr gut. Wir harmonieren sehr gut. Es ist eigentlich Wahnsinn, mit 25 Spielern halt so eine Harmonie zu haben. Und das ist unser Plus, glaube ich. Kontinuität, das große Plus. Russ, Chris, Ochs, Köhler, Meier, Wasowski gehören seit dem Aufstiegsjahr 2005 zum Kader. Ein eingespieltes Team, dazu einer, der gerade nicht zu stoppen ist, Torjäger Gekas. Im Moment klappt alles, er kriegt gute Bälle aufgelegt und er macht sie natürlich auch eiskalt rein im Moment, was für uns sehr gut ist. Aber wie gesagt, wir funktionieren als Mannschaft sehr gut und das passt. Das eigentliche Phänomen sind aber auch Sie hier in dem Team, oder? Eine Person bringt nichts. Wir als Mannschaft müssen zusehen, dass wir funktionieren. Und dann brauch ich einen Gekas oder ein Gekas braucht mich. Wir brauchen auch einen Ochs. Und wir funktionieren als Mannschaft sehr gut. Das ist schon klar, Herr Nikolov, dass Fußball ein Mannschaftsspiel ist. Aber worauf ich ja hinaus will, ist, dass Sie ja im Augenblick wirklich sehr weit oben sind in Ihrer Karriere. Das war nicht immer so. Nein, mit Sicherheit nicht. Ich habe ja auch mal in der zweiten Liga gespielt oder auch mal draußen gesessen, war nur Ersatztorwart. Aber ja, irgendwo will ich das auch nicht missen, weil es war eigentlich, wenn ich so zurückblicke, bisher eine schöne Karriere. Natürlich mit Höhen und Tiefen, das ist nicht immer nur Sonnenschein. Leid geprüft seit vielen Jahren. 3 Abstiege und Aufstiege, seit Nikolov dabei ist. Nicht das einzige Auf und Ab für den Keeper. Erst wurde er von Dirk Heinen, später mehrfach von Markus Pröll auf die Bank verdrängt. Unter Skibbe ist er seit 2009 unumstrittene Nummer 1. Ich habe mich gefragt, wie motiviert man sich? Es gibt natürlich, gab es Tage, wo ich natürlich auch keine Lust mehr drauf hatte oder war sauer oder beleidigt oder wie auch immer. Aber das legt sich immer ganz schnell, weil es ist eigentlich im Großen und Ganzen ein Traumberuf. Und was man halt als Kind tagtäglich macht, kann man als Erwachsener noch ausleben. Und was gibt Schöneres? Empfinden Sie denn auch ein bisschen sowas wie Genugtuung? Ja, diese Saison schon, weil wir halt, wie gesagt, holprig gestartet sind. Und das Umfeld oder, sag mal, die Presse uns da schon ziemlich hart drangenommen hat, was eigentlich nach 2, 3 Spielen eigentlich in meinen Augen schwachsinnig ist. Aber es ist halt das Geschäft, es ist ein Tagesgeschäft. Dann schauen wir jetzt nochmal auf die Begegnung, die am Wochenende ansteht, gegen Bremen. Das ist halt, das ist eine ganz schwer einzuschätzende Mannschaft. Und man kann da gewinnen, man kann aber auch 6-0 verlieren. Also haben auch andere schon hoch verloren. Deshalb müssen wir da hochkonzentriert rangehen. Und ich denke, wenn wir die Leistung von unsere Leistung von den letzten Wochen abrufen, wird es ein sehr, sehr enges Spiel.